mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel, wo mal wieder einige Highlights vor mir auf den Tisch gelandet sind. Und die ersten beiden Highlights aus dieser Folge Lesestapel sind mal wieder zwei eBay-Schnäppchen, die ich für jeweils 1 Euro bei dem gleichen Comic-Händler geschossen habe. Das erste dieser beiden Schnäppchen ist Topco Sonderheft Nummer 6, was das letzte Topco Sonderheft gewesen ist, was mir noch für meine Sammlung gefehlt hat. Und ich denke mal, die meisten von euch kennen dieses wunderbare Gefühl in der Magengegend, wenn man gerade mal wieder eine Serie vervollständigt hat, und dieses Gefühl hatte ich dann die Tage, als das Heft bei mir zu Hause angekommen ist. Und was ihr wahrscheinlich auch schon unschwer erkennen könnt, ist, dass der Zustand gnadenlos gut ist, und es könnte sogar sein, dass das noch ein ungelesenes Heft ist, was sogar recht wahrscheinlich ist, weil der Infinity Verlag hat die ganzen Sachen damals in einer so hohen Auflagezahl auf den Markt geschmissen, dass man sie halt heutzutage 20 Jahre später nach Veröffentlichung immer noch für 1 Euro in ungelesenen Zustand zum Teil ersteigert bekommt. Und beim gleichen Händler habe ich mir dann auch noch für 1 Euro Lara Croft als Tomb Raider Heft Nummer 9 geschossen, was damals bei MG Publishing rausgekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Heft erschienen ist, also um Heft Nummer 9 rum, hat der gute Randy Green die Serie als Zeichner übernommen, nachdem er Witchblade verlassen hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn an Witchblade unglaublich abgefeiert. Allerdings wurde er damals recht zwiegespalten aufgenommen, weil vor ihm war halt der Stammzeichner Michael Turner gewesen. Und ich denke mal, viele Leute haben damals Witchblade überhaupt wegen Michael Turner wahrgenommen und sind dadurch dann halt zu Fans geworden. Und als Michael Turner die Serie verlassen hat, waren eh viele Fans richtig traurig, haben dann aber auch direkt angefangen, Phantom zu lesen, was ja seine nächste Serie gewesen ist. Und nach ihm, wie gesagt, ist dann Randy Green rübergegangen, und ich würde so gerne wissen, was der gute Herr heutzutage macht. Ich wusste bis zu diesem Heft auch nicht, was er nach Witchblade gemacht hat. Jetzt weiß ich, er hat danach erstmal Tomb Raider gemacht, und danach ist er irgendwie komplett in der Versenkung verschwunden. Und dazu kommen dann jetzt noch einiges an Neuveröffentlichungen, was jetzt so bei Panini erschienen ist. Das erste davon ist ein Reprint, der jetzt gerade von Panini neu rausgebracht wurde unter der Must-Have Sache von Marvel Must-Have. Und ich muss sagen, anfangs war ich so ein bisschen skeptisch, was diese Marvel Must-Have-Bände angeht, weil ich sehe mich recht schnell satt an so einheitlichen Designs. Da man aber hier das Design auf den oberen Rand beschränkt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, dass das ganz schick aussieht, und bei manchen Titeln passt es so halb, dass da Must-Have draufsteht, bei einigen Titeln passt es aber, und ich würde sagen, dass Halbgrau einer dieser Titel ist, wo Marvel Must-Have definitiv hinhaut, weil das ganze Ding wurde von den guten Jeff Loeb und Tim Sale zusammen gestaltet, und die beiden haben ja zu der Zeit einiges rausgehauen, was heutzutage als gnadenlose Klassiker gilt. Sei es jetzt Batman, das lange Halloween, Spider-Man Blue oder halt auch Hulk Grau oder Daredevil Yellow und noch einige andere Sachen, die zu diesem Zeitpunkt rum erschienen sind. Von diesen farbgebenden Bänden habe ich bis jetzt nur Spider-Man Blue gelesen, und Spider-Man Blue gilt ja nicht umsonst als einer der traurigsten oder schönsten Spider-Man-Geschichten, die jemals erzählt wurde. Und an der Stelle auch nochmal eine definitive Lesung für den raus für Spider-Man Blue, und ich bin gespannt, ob mir Hulk Grau genauso gut gefallen wird wie dann Spider-Man Blue. Dann geht's weiter mit Punchline, die jetzt ihre erste abgeschlossene Miniserie bekommen hat, und das ganze Ding wird jetzt im deutschsprachigen Raum von Panini in ein Trade abgedruckt, und ich bin mal gespannt, wie die gute Dame mir dann in der Hauptrolle einer Serie gefällt, nachdem ich sie zuletzt eigentlich immer nur als Zeitcharakter vom guten Joker erlebt habe, und ich bin mal gespannt, was für eine große Rolle der gute Joker dann in diesem Band einnehmen wird. Dann geht's weiter mit Batman, wo jetzt so ein zweiteiliges Crossover-Event erscheint, was dann den Titel Shadow War trägt, und im Mittelpunkt steht unter anderem auch Damian Wayne und der gute Deathstroke, wie man am Cover schon unschwer erkennen kann. Und das Cover wiederum erinnert mich extrem an einen jungen Tony S. Daniel, ist aber tatsächlich nicht von Tony Daniel gezeichnet, und schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob euch das Cover auch so hart an Tony S. Daniel erinnert. Als nächstes haben wir dann eine Sache, auf die ich mich auch übertrieben gefreut habe, weil ich ein riesiger Fan des zweiten Films bin, und zwar Avatar, das Blut von Pandora, gezeichnet vom guten Balbi, der ja wiederum zuletzt Metal Society bei Topco gezeichnet hat. Und ich war so gespannt, was er als nächstes rausbringt, und als da Metal Society durch gewesen ist, hat er in seiner Instagram-Story jede Menge Werbung für die Avatar-Comics gemacht, wo ich dann auch große Hoffnung hatte, dass die auf Deutsch veröffentlicht werden, was dann jetzt auch Panini getan hat, wo jetzt der erste Band
Deutschland hier von insgesamt 3 erschienen ist. Und diese 3 Bände insgesamt sind nach einem Drehbuch von James Cameron geschrieben worden. Zwar nicht von James Cameron selber, aber das Drehbuch, nach dem sich diese 3 Comics richten, ist halt von ihm geschrieben. Weswegen man halt auch James Cameron-Vibes direkt in der Geschichte erlebt. Ich habe jetzt die erste Hälfte von Trade gelesen und insgesamt bilden diese 3 Bände dann die Vorgeschichte zum 2. Kinofilm und fangen auch direkt mit der Geburt der Kinder an. Unglaublich toll gezeichnet und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt hier in dem Band direkt die Vibes drin gespürt habe, die man auch in den 2. Avatar-Film erlebt hat. Und ich sag's nochmal, ich liebe den 2. Teil und das, obwohl er den 1. Teil sehr, sehr nahe kommt. Aber trotz dessen macht er einiges richtig und ich bin gespannt, wo dieses ganze Avatar-Franchise-Ding noch hingehen wird und wenn die nächsten Bände genauso gut sind oder der Rest dieses Bandes, wie es die erste Hälfte gewesen ist, kann ich an der Stelle definitiv schon mal eine Leseempfehlung, zumindest für die erste Hälfte dieses Trades, aussprechen. Meine ausführliche Review bekommt ihr dann die Tage hier auf YouTube um die Ohren geballert. Und zu guter Letzt wiederum habe ich noch Bruce Banner Hulk mit dabei, die Bücher des Zorns, was ein richtig dicker Trade ist, weil ja auch einiges an US-Heften drin ist. Und das sind wiederum alles One-Shots, die während des Bruce Banner Hulk Runs von Al Irving spielen. Hier drin hat nicht alles Al Irving selber geschrieben, aber hat zumindest einiges hier drin geschrieben und ich bin gespannt, ob das ganze Ding jetzt wirklich die gleichen Vibes wie sein Run haben wird und ich finde es auch unglaublich passend, dass jetzt nochmal so ein abschließender Band mit ganz vielen One-Shots rauskommt, der jetzt nochmal nach dem kompletten Al Irving Run spielt, der ja so der absolute Fanliebling der letzten Jahre gewesen ist. Also ich habe es echt selten erlebt, dass so viele Leute den Hulk aktiv verfolgen, wie es jetzt zu seiner Zeit der Fall gewesen ist. Sonst war halt eigentlich immer so eine Figur, die zwar beliebt ist, wo es aber nicht so viele Leute die Ongoings lesen, aber unter Irving war Hulk auf jeden Fall einer der gehyptesten Charaktere so in der letzten Zeit bei Marvel. Und damit sind wir dann auch durch für das heutige Lesestapel-Video. Ballert mir unbedingt mal in die Kommentare rein, ob was dabei gewesen ist, was ihr euch auch geholt habt und wenn ja, was es gewesen ist. Und ansonsten würde ich mich noch echt darüber freuen, wenn ihr die ganze Sache hier mit einem Daumen nach oben noch ein bisschen veredelt oder besser gesagt, wenn ihr das Video dadurch supportet und im besten Fall sogar noch den Abonnier-Button aktiviert. Und wenn ihr da noch ein bisschen Zeit nach über habt, würde ich mich auch noch sehr darüber freuen, wenn ihr mal die Beschreibung abcheckt und dort wiederum meine Instagram-Seite abcheckt. Und das habe ich zweimal abcheckt, ganz gleich hintereinander gesagt, was sich da ein bisschen doof anhört im Video. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Links aus der Beschreibung demzufolge Instagram abcheckt und die ganze Sache hier mit einem Abo unterstützt. Damit sind wir dann tatsächlich durch fürs heutige Video und sehen uns dann beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein und da ich schon so viel Werbung mache für Sachen, die man hier aktivieren kann, aktiviert noch die Glocke. Team Comics von 86.